Hallo ihr Lieben, ich bin Ulrike von Ulis Bastelstübchen und heiße euch herzlich willkommen. Ich bin unabhängigste Make-up-Demonstratorin und möchte heute nochmal eine Karte basteln. Und zwar diese hier. Diese ist aus dem Set gemacht, Liebe ohne Grenzen. Und diese stammt natürlich, wie soll es anders sein, aus dem aktuellen Frühling-Sommer-Katalog. Und zwar ziemlich weit hin, dieses hier. Und auch mit dem DSP, Designerpapier, werden wir arbeiten, genauso wie mit dem Karton. Vorab noch eine Kleinigkeit. Ab jetzt gibt es ja die neuen Celebration-Artikel ab dem 16. Februar. Das sind diese hier. Wie ihr wisst, Celebration geht immer vom 5. Januar bis zum 31. März. Und dieses Mal ist es so, dass die letzten drei nicht mehr dabei sind. Das heißt, sie gab es nur für kurze Zeit. Einmal so hoch hinaus. Das Designerpapier kunstvoll, kreativ und einmal Hallo. Diese gibt es nicht mehr, alle anderen sind noch verfügbar bis zum 31. März. Dafür gibt es jetzt wunderschöne neue Produkte und zwar einmal Glitzerband, Metallfarben, einmal in Gold und Silber und einmal in Diamantgleisen. Das könnt ihr euch beliebig mit einer Stempelfarbe kolorieren, was ich total toll finde. Dann gibt es dieses Set Partystimmung, passt natürlich hervorragend zu den ganzen Partyartikeln, die wir im Frühling-Sommer-Katalog haben. Und auch eins, im Frühjahr kommt, wird Fahrt gefahren, Pfingsten steht vor der Tür. Ich finde dieses Set total süß. Man kann das so schön kombinieren. Herrlich. Das so am Rande eben eine kleine Info. Wie ihr wisst, bestellt ihr ab 60 Euro Bestellwert aus dem Frühling-Sommer-Katalog oder aus dem Hauptjahreskatalog, bekommt ihr einzelne Brechenartikel umsonst. Bei 120 sind es zwei Artikel, 180 drei und so weiter und so fort. Falls ihr noch keine Kataloge habt, oder aber Produkt wissen möchtet oder einfach nur Kataloge anfordern möchtet, besucht mich auf meiner Internetseite, das ist www.ulis-bastelstübchen.de. Da findet ihr meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc. Kontaktiert mich und ich schicke euch die Kataloge zu. So, jetzt habe ich ein wenig vorbereitet. Und zwar, ihr braucht einmal einen Cardstock bzw. einen Farbkarton. Ich bin mal wieder im Englischen, mit dem Maßen 14,8 x 21 cm, der in der Mitte gefalzt wird, 14,5. Oder aber auch für die Leute, die gerne in Inch arbeiten, sind das 5,5 x 8 ein Viertel, in Klammern, wird bei 4 ein Achtel gefalzt. So, den nehmen wir ab. Den habe ich mir schon mal vorbereitet. Dann benötigt ihr noch zwei Stückchen Farbkarton. Ich habe Lagunenblau genommen. In den Maßen 9,4 cm mal 6,8 cm oder aber auch wieder ein Inch 2,5 Achtel mal 3, 11 Sechzehntel. Dann benötigt ihr noch zweimal DSP, welches aus dem wunderbaren Set ist. Einen Moment, wo habe ich es jetzt? Da waren die Stanzen drauf. Und zwar aus dem wunderschönen Set. Das ist so ein tolles Papier. Ich habe mich sofort verliebt. Weite Welt, wo auch diese Stempelset so kommt. Und das ist traumhaft schön. Das ist wunderschön. Sehr maskulin und halt auch speziell für Herren. Aber auch sonst kann man super schöne, nostalgische Sachen mitmachen, gestalten. Ich habe schon so viele Ideen im Kopf. Da werdet ihr bestimmt noch einiges von mir sehen. So. Dieses DSP auch zweimal. Ach da. Eins ist stehen geblieben. In den Maßen 8,6 x 6 cm und 2,7 Achtel x 3, 5 Sechzehntel. Etwas krumme Maße, aber es passt. So, dann brauchen wir noch ein ganz kleines Stückchen. Das hat die Maße 5,5 x 1,4 cm und 2,5 Achtel x 9 Sechzehntel. So, die packen wir jetzt eben beiseite. Denn wir fangen mit denen hier an. Als erstes werden wir, das ist die Karte, die habe ich jetzt schon wieder versteckt, diese Karte hier, zeige ich euch die. Wir werden überwiegend mit dem Stempel und mit dem Weltstempel arbeiten auf jedem Set. Als erstes runde ich die Ecken ab. Am besten, ihr könnt natürlich auch von oben reinstecken, aber es ist, ich rate euch, wenn ihr das von oben manchmal reinsteckt, kommt ihr schief. Am besten immer von unten gucken, dass ihr auch wirklich die Ecken abrundet, sonst habt ihr die schief und das sieht nicht wirklich schön aus.
Wie gesagt, lieber etwas langsamer als zu schnell, weil ihr ärgert euch, wenn das Projekt nicht sauber gearbeitet wird. So, ich schnipp's sie beiseite, die brauchen wir dann noch. So, und jetzt habe ich natürlich, mein Favorit ist das Nail. Ihr könnt Fastfuse, ihr könnt jeden Kleber nehmen für DSP, obwohl ich Fastfuse nicht so empfehlen würde oder doppelseitiges Klebeband, weil DSP braucht nur ganz leicht aufgeklebt werden. Also entweder mit Tombow, mit dem Flüssigkleber oder aber mit dem Snail. Der ist eben halt, da kann man, der Vorteil, man kann auch ein bisschen hin und her schieben. Bei dem sieht es schwierig aus, obwohl ich, Klappe sollte man auch machen, obwohl ich immer nur die Ecken mache ein wenig und in der Mitte, das reicht nämlich vollkommen. Halt, da ist noch Gas drauf. Und jetzt wird, wie gesagt, ein bisschen geguckt, dass wir hier so einigermaßen so mittig sind. So. Und das Ganze beim anderen auch. Eben wie gesagt, ihr müsst nicht komplett. Es reicht irgendwie in die Ecken oder einmal in der Mitte. Reicht vollkommen. So, der zweite wird ein bisschen kompliziert. Muss ich mir mal so hinlegen. So ein bisschen. Ja, sieht gut aus. Der will nicht so, wie ich das will. Das kriegen wir hin. So, einigermaßen gerade. Das gleiche machen wir mit dem auch. Natürlich eben einmal wieder die Ecken abrunden, ganz wichtig, wo ich ihn getan habe. Die Karte ist relativ schnell gemacht. Ihr braucht nicht viel dafür, ihr braucht keine Big Shot etc. Beziehungsweise ja schon, wenn ihr die Stanzen nicht habt, dann wäre es natürlich gut. Aber ihr müsst nicht großartig jetzt. Es reicht, wenn ihr euch das DSP und das Stempelset als erstes holt und den Farbkarton. Würde ich immer bei einem Set mit empfehlen. Also ich bestelle mir nie ein neues Set ohne den entsprechenden Farbkarton. Weil so hat man gleich die passenden Farben dazu. Weil es kann ja sein, dass ihr nicht so viele Farben natürlich habt wie wir Demonstratoren. Und dass ihr nur ein oder zwei Farbfamilien habt. Und dann habt ihr natürlich dann vielleicht, braucht ihr jetzt so, ich sag mal aus der In-Color oder Neutralfamilien, wie das hier ist. Und ihr habt zum Beispiel nur aus den Signalfarben, habe ich wohl angemalt, Signalfarben, Papier, das wäre natürlich nicht so schön. So, ihr könnt natürlich auch noch anderes DSP aussuchen. Ich habe mich dafür entschieden. Hier. So, dann wird das Ganze ja auch einmal so in der Mitte aufgeklebt. Das ist ein Motivkram. Das sollte man auch gerade machen. Einmal. Einmal zweimal genauso. Mal gucken, wie das hier. Da bin ich zu weit rüber gerutscht. Sollte ja nicht sein. So. Das haben wir also auch. So, jetzt wird gestempelt. Da könnt ihr euch einen Rest nehmen. Ich habe jetzt Vanille genommen, weil das auch in den Farben drin ist. Nämlich dieses Set beinhaltet unter anderem Vanille. Und da habe ich mir schon irgendwo, wo ist denn jetzt? Hier ist auch ein Rest Farbkarton. Na gut, dann nehmen wir den. Wir haben ja noch. So, die kommen wieder beiseite. Und dann werden wir jetzt ein wenig stempeln. Hier habe ich mir meine beiden Stempel schon ausgesucht. Beziehungsweise ich muss einmal noch schneiden. Und zwar habe ich ganz vergessen, mir mein Innenleben zu schneiden. Das zeige ich euch gleich noch. Und zwar ist das alles 1 cm kleiner, also 1 cm 13,8 mal 9,5. Habe ich ganz vergessen. Da habe ich schon auch hier die Ecken abgerundet. Denn das kommt da rein, wie ihr seht.
wie gesagt, einmal noch die Ecken auch hier abrunden. Genau, kann das alles. Alles gleich. So, natürlich brauchen wir jetzt natürlich auch noch den anderen Farbstreifen. Das hier, den ich gesucht habe. Und jetzt nehme ich mir mein Basic Black, weil die Farbe auch drin wäre. Savanne wäre jetzt zu hell. Beziehungsweise Savanne zu dunkel, Sahara Sand. Und da das eine sehr pigmentstarke Farbe ist und nicht so saftig, die Stempelkissen sind nicht so saftig wie die eine klassische Stempelkissen. So, und dann stempelt ihr es einfach ab. Kurz warten lassen. So, und das Ganze jetzt nochmal. Wie ihr seht, ich male mich jetzt schon wieder toll an hier. Ganz toll, kann ich mich gleich noch waschen gehen. Und dieses hier braucht ihr einfach nur mal so am Rand. Drei Viertel drauf, fertig. Jetzt müsst ihr diese Farbe, einen Moment, einmal haben wir noch. Und den stempeln wir hier hin. So, das ist nicht so schlimm, das verschwindet gleich wieder. Die schwarze Farbe kommt zu. Boah, ich sehe aus. Und die Stempelreiniger drauf, das ist wichtig, das sind Säuberungskissen. Gerade wenn ihr nicht mit den klassischen, sondern mit den pigmentverstärkten Farben arbeitet. Und da kann man auch wunderbar nachher noch seine Finger eben einmal mit sauber putzen. So. Naja. Sauber ist was anderes, aber es geht. So. Jetzt werden die ausgestanzt. Und zwar einmal mit der 2-Inch Kreisstanze. Und die andere, die wird auch gestanzt mit der 1-Inch Stanzkreis. 1-Inch Stanz. 1-Inch Kreisstanze, mein Gott. Jetzt habe ich es. Wenn ihr die Stanze noch nicht habt, sondern vielleicht so wie ich es gemacht habe, ich habe mir am Anfang ziemlich doch früh die Big Shot geholt, habe sie dann auch sehr oft benutzt und bin froh darüber, dass ich sie mir sehr früh schon geholt habe. Da gibt es unter anderem auch diese Zirkel, womit ihr sehr gut arbeiten könnt. Gerade wenn ihr so wie ich habe jetzt noch diesen größeren, das war dieser vierte. Der hat, ist, da ist drin ein 5/8, 1 Inch, 1,5, 1/7, 2/3. Dann 2/3 und so weiter und so fort. Und den 2/3, den habe ich mir ausgestanzt schon. Wie gesagt, gibt es auch gestanzte. Müsstet ihr dann entweder stanzte, die habe ich mir dann schon mal ausgestanzt. Das ist dieser hier. Und da habe ich dann mit der Menschenlinz die Erde einmal draufgeklebt. Das klingt. Ihr könnt das auch anders machen und das so drauf kleben, wie ihr es gerne hättet. So. Irgendwo hört ihr so immer gerade drauf. So. Dieses hier habe ich jetzt weiter gemacht. Und zwar mit der 1/4 Inch. Und diesmal habe ich genommen den Karton-Sahara-Sand. Ne? So, den habe ich jetzt so drauf geklebt mit Tombow. Da verwende ich gerne Tombow. Weil man gerade bei den Roten, da kann man noch so ein bisschen jonglieren. So ein paar Sekunden hat man ja noch, bis der komplett trocken ist. Ich habe hier noch mein Stück. Mein Stück Papier. Das
mal immer die Straße hier wegräumen. Da habe ich gar keinen Platz. Und mir meine Fähnchen stand. Das ist nämlich genau der Maß, wo die reinpasst. Ja, minimal mehr. Und dann stecke ich das nur so rein, nicht komplett, sonst hätte ich ja nur ein kleines Fähnchen. Einmal zack. Und auf der anderen Seite auch so ganz eben noch rein, dass man irgendwie den Abdruck hat. So. Dann klebe ich dieses hier auch noch drauf. Allerdings denkt dran, nur eben in der Mitte kleben, nicht, dass ihr jetzt hier den ganzen Kreis klebt. So. Das lassen wir mal hier kurz trocknen. Ne? Und jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt kleben wir den hier. Sollte der Deckel abmachen. So, kleben wir einmal die Erde mittig auf. Und den klebe ich mit Spider-Man schnell drauf. So, du bist die Welt für mich. So. Jetzt fehlt noch diese schöne Exemplar in der Mitte, da auch wieder ein bisschen Dimension, ein bisschen Snail. Wie gesagt, relativ sparsam sein. Wichtig sind vor allem die Ecken. Und eure Karte ist fertig. Ich finde, das ist eine sehr schöne Karte, wie gesagt, für Herren, natürlich aber auch für Frauen. Für jeden oder gerade auch für Jungs. Manchmal weiß man ja nicht, gerade im Teenie-Alter, was schenkt man dem. Blumen auf dem Geburtstagskarte ist nicht wirklich deren Style. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich würde mich über ein Feedback von euch freuen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.